Da haben wir auch schon das iPad der 10. Generation mit 64 GB, also wirklich die Low-End-Variante. Und ja, ich habe ein bisschen am Setup herumgeschraubt, wie ihr seht, und ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich habe hier einfach viel zu wenig Platz, was ich bemerkt habe. Und das ist echt unglaublich nervig, glaubt mir das. Ich habe hier herumgewerkelt wie ein Irrer. Gut, also, hier haben wir das Paket und das wollen wir jetzt auch mal ohne Schnickschnack auspacken. Das iPad der 10. Generation hat einen A14-Chip, also ja, mittelmäßig neu. Eigentlich nicht mehr so richtig neu. Ist halt wirklich ein Low-Budget-iPad und ein Einsteiger-iPad. Sehr einsteigerfreundlich. Ich persönlich benutze ja noch immer super, super gerne mein iPad Pro aus 2021 mit einem M1-Chip drin. Und ja, das ist auf jeden Fall ein deutlich besseres iPad als das hier. Trotz dessen, dass es aus 2021 stammt. Ohne viel Schnickschnack. Hier, das ist das iPad der 10. Generation und es ist typischerweise von Apple richtig schön in dieses Papier eingehüllt. Und es macht immer wieder Spaß, irgendwie die Hülle abzumachen. Keine Ahnung wieso. Jeder hat daran große Freude irgendwie. Packen wir mal weg. Und das ist es. Ja. Es ist wunderbar leicht. Aluminium. Und ja. Es glänzt und glitzert sehr schön. Ist das Starlight oder ist das Silber? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist Silber. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall das ganze rechtliche und sonstigen Kram. Und natürlich, weil es ist ein eigenständiges Gerät, es hat Apple-Sticker. Top. Wunderbar. Da kann man schon mal nicht meckern. Ach! Das ist krass. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich noch nicht bedacht. Das habe ich noch nicht bedacht. Erstens, wir haben USB-C auf USB-C. Das habe ich total vergessen. Das ist übrigens ein iPad für meine Mutter. Und das Ding hier hat tatsächlich ein gesleeftes Kabel. Das heißt Stoff ummantelt. Guckt euch das an. Cool. Sehr, sehr schön. Schick. Gefällt mir unglaublich gut. Ja. Kann man so machen. Also es ist eins zu eins diese gleiche Kabelart wie bei dem Ladestecker von der Apple Watch Ultra, die ich zufälligerweise nicht gerade trage. Und zwar hier haben wir noch einen Ladepuck natürlich, aber davon habe ich so viele. Ich habe irgendwie 8 Stück oder so davon. Mein Gott, jetzt gehen wir ab. Also, ganz normaler Ladestecker. Ich glaube 20 Watt, hier vorne steht es drauf. Und ja, der übliche Ladestecker halt, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt auspacken weiterhin. So, ansonsten lag hier tatsächlich nicht viel bei. Und ja, das wäre es eigentlich hier erstmal. Was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem iPad? Ah ja, stimmt. Hier oben haben wir Touch-ID, keine Face-ID eingebaut. Und was wunderbar ist, was nicht mal bei den Pro-Modellen, bei den aktuellen ist, wir haben hier die Kamera. Die Kamera früher war ja natürlich hier. Hier ist die Kamera vom iPad Pro. Und da oben, vielleicht sieht man das, ist die Kamera vom neuen iPad der 10. Generation. Also optisch gesehen machen die sich nicht viel Konkurrenz, außer dass meines jetzt gerade schwarz ist und hier oben WLAN-Antennen hat. Hier, das hat komischerweise keine WLAN-Antennen. Habe ich die Cellular-Variante? Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber ja, genau. Die Kameras sind natürlich unterschiedlich. Wir haben hier eine 12-Megapixel-Kamera. Und wir haben auch keinen Blitz, was ein bisschen schade ist, weil mit Blitz hätte man die Option tatsächlich noch besser Dokumente zu scannen. Das wäre noch ganz schön gewesen. Und, aha, hier haben wir auch den neuen Anschluss für Tastaturen. Sieht man das? Fokussiere bitte hier drauf. Na, ich muss mich noch ein bisschen anfreunden mit meiner neuen Kamera. Das ist eine Sony ZV-E10. Also nicht mehr das neueste Modell, aber völlig ausreichend. Vor allem für Einsteiger. Und freulicherweise haben wir jetzt auch bei den normalen Einsteiger-iPads USB-C. Ja, da muss ja Apple natürlich alles nachrüsten, weil die EU hat eingegriffen. Die EU hat gegrüßt und an deren Tür geklopft. Ja. Das soll es eigentlich jetzt vom Unboxing-Part gewesen sein.
Ich glaube, Review brauchen wir zu iPads, glaube ich, nicht unbedingt. Außer, dass ich euch sagen kann, das Ding ist total ausreichend, wenn ihr das für Schule, fürs Studium oder ähnliches braucht. Weil das iPad hat eigentlich alles, was so ein iPad braucht. Das Problem nur ist, nehmen wir uns nochmal kurz den Apple Pencil der zweiten Generation und wollen damit draufschreiben oder den aufladen. Lustigerweise hält er hier ein bisschen mit Magneten, aber das ist nicht von Apple gewollt. Der kann nämlich nicht an diesem iPad hier aufladen. Was ein Mist aber auch, ne? Apple will natürlich Geld daran verdienen und verkauft euch den der ersten Variante. Nur der ersten Generation hat leider nur Lightning. Das heißt, er würde hier reinpassen, wenn hier Lightning wäre. Aber dooferweise hat Apple auf USB-C gewechselt bei den iPad der 10. Generation und den Apple Pencil leider außen vor gelassen, weil der Apple Pencil gilt anscheinend nicht in der EU-Richtlinie als eigenes Gerät und dementsprechend fällt er dadurch. Ich hätte natürlich dann gerne gesehen, dass Apple hingegangen wäre und diesen hier eingebaut hätte in das hier. Naja, muss jeder selber wissen, aber das ist natürlich ein unglaublicher Pflichtfaktor für jeden Studenten oder Schüler. Wir brauchen einen Apple Pencil. Nur, dieser Apple Pencil funktioniert leider nicht mit diesem iPad. Und der Apple Pencil der ersten Generation ist leider ein bisschen minderwertig in meinen Augen. Weil der hat erstens diese Tippgesten, die unglaublich praktisch sind, nicht. Zweitens, er lädt nicht an der Seite auf und ist dauerhaft sozusagen mit Strom versorgt. Und drittens, er liegt halt deutlich besser in der Hand. Ich habe auch den in der ersten Generation sehr, sehr lange benutzt. Ich glaube, das war das iPad Pro der 2017er Variante. Damals hatte ich noch den Apple Pencil der ersten Generation. Und damals habe ich tatsächlich auch mein Apple Pencil tagtäglich genutzt. Hat wunderbar funktioniert. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, jo, jetzt brauche ich mal ein neues iPad. Und da kam es auch. Damals das iPad Pro 2018 und jetzt ist es das 2021er iPad. Und das macht großen Spaß. Auch darauf, Videokarten macht unglaublich Spaß und ich kann es jedem nur wärmstens ans Herzen legen. Dieses iPad ist top. Und ihr kriegt es übrigens auch auf eBay Kleinanzeigen und ähnlichen Plattformen gebraucht für einen Schnapper. Ja, das soll es jetzt eigentlich schon von diesem Video gewesen sein. Wenn ihr ein paar Fragen habt zu diesem iPad, ich kann es ja hinter der Kamera wunderbar dauerhaft weiter testen. Bitte unten in die Kommentare weitere Fragen ungeniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!